Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu meinem heutigen Slam. Ich weiß nicht, ob ich der Erste, der Letzte oder irgendwo zwischendrin bin. Ist eigentlich auch völlig egal. Ich glaube, die anderen ganzen Slams waren auch alle völlig genauso gut. Ich begrüße euch sehr herzlich, freue mich, dass ihr alle da seid. Und wollte euch fragen, habt ihr eigentlich schon mal ein Aktionspotenzial gehabt, was ihr nicht haben wolltet eigentlich oder was ihr nicht gefallen habt? Und da wolltet ihr das zurückgeben und es hat nicht geklappt, weil ihr konntet es nicht mehr zurückgeben und die Umtauschfrist ist schon abgelaufen. Ich hoffe, euch hat das nicht so viel Schaden zugefügt. Wem das allerdings viel Schaden zugefügt hat, ist Oma Gisela. Oma Gisela ist sehr arm dran, denn Oma Gisela hat Retinitis pigmentosa. Das ist eine sehr doofe Krankheit, bei der sieht ihre Retina nicht mehr so aus. Also so sieht die Retina aus, wenn man gesund ist. Wie hoffentlich sie, ihr und ich und alle hier hoffentlich im Raum sind. Und so sieht die Retina bei Oma Gisela aus. Das, was gerade oben verschwunden ist, sind die Fotorezeptoren. Oma Gisela hat keine Fotorezeptoren mehr, weil sie Retinitis pigmentosa hat. Wenn keine Fotorezeptoren mehr da sind, ist das Problem, dass Oma Gisela kein Licht mehr in Aktionspotenziale umwandeln kann, die dann ins Gehirn weitergeleitet werden können. Das heißt, fachmännisch, Gisela ist blind. Das jetzt wäre doof. Oma Gisela ist, wie in dem Bild zu sehen, wirklich sichtlich enttäuscht davon. Wir können das aber ändern. Die Frage ist, können wir Blinde sehend machen? Und ich glaube, die Antwort ist hoffentlich ja. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Wir haben bei uns in der Forschungsgruppe jemanden, der hat diese Nadeln hier entwickelt. Diese Nadeln hier werden in die Retina eingestochen und sind ungefähr auf der Höhe der retinalen Ganglienzellen. Das sind diese schönen, hübschen Kreise, die man in Orange unten sieht. Und auf diesen Nadeln ist Strom, beziehungsweise ist erstmal eine Spannung, aber zwischen diesen Nadeln fließt Strom. Dieser Strom wird von einem Mikrochip gesteuert, der die Zellen stimulieren soll. Und meine Aufgabe ist es jetzt, diesen Mikrochip zu entwickeln. Ich weiß, ich bin nicht so der Coole mit den Nadeln, dafür mache ich die Sachen im Hintergrund. Schreibt mich eigentlich insgesamt ganz gut. Der Strom, der jetzt hier reinfließt, kommt hier rein und wird durch den Mikrochip verteilt an die einzelnen Nadeln. Und es ist jetzt so, dass der Stimulusstrom die einzelnen Ganglienzellen so erregt, dass die Ganglienzellen hoffentlich, wenn sie das denn tun, ein Aktionspotenzial schaffen. Was ist das Ganze jetzt eigentlich? Aktionspotenziale haben zwei wichtige Eigenschaften. Erstens, sie sind immer gleich groß, also die Amplitude ist immer konstant, und gleichzeitig kodieren sie Intensitäten in Frequenzen. Das bedeutet, eine hohe Intensität wird durch eine hohe Frequenz kodiert. Das bedeutet, dass halt die einzelnen Abstände zwischen den einzelnen Peaks der Aktionspotenziale sehr nah beieinander sind. Eine geringe Intensität wiederum wird durch eine geringe Frequenz ausgedrückt. Das heißt, die einzelnen Abstände zwischen den Peaks sind sehr groß. Wenn jetzt allerdings gesunde Leute einen hellen Punkt zum Beispiel sehen, dann wird die Aktionspotenzialverteilung eher so wie auf der linken Seite aussehen. Wenn wir irgendwas Dunkles sehen, dann ist es eher rechts. Ist relativ verständlich. Bei Oma Gisela ist das halt leider nicht mehr so. Woher soll man jetzt aber wissen, welcher Strom eingestellt werden muss überhaupt? Wir haben ja diese Elektroden und wir möchten irgendwas stimulieren. Woher sollen wir wissen, was Oma Gisela denn sehen möchte? Es hört sich nach Problemen an, die haben wir auch, gleich zwei Stück davon. Das erste Problem ist, wir haben hier unseren Stimulationsstrom. Der muss über die Elektrode ins Gewebe rein, da haben wir Rauschen, das ist temperaturabhängig, das ist gleichzeitig auch noch digital abhängig. Das heißt, wir haben mehrere Rauschquellen. Dann geht das Ganze zur Ganglienzelle. Die ist ja kaputt. Oma Gisela sieht ja nichts mehr. Das heißt, die Ganglienzelle an sich funktioniert schon noch, aber sie ist irgendwie anders. Und anders ist besonders. Und ja, besonders heißt halt irgendwie, wir wissen nicht, was passiert. Das heißt, wir können überhaupt nicht vorhersagen, was überhaupt irgendwie passiert in der Ganglienzelle. Das heißt, was am Ende rauskommt als Aktionspotenzial, ist auch völlig unvorhersagbar. Das ist das erste Problem. Das ist letztendlich auch schon scheiße. Aber was noch schlimmer ist, das Gehirn, okay, das ist nicht scheiße, da geht das Ganze hin. Aber was auf jeden Fall scheiße ist, ist, wir haben hier zwei Nadeln in der Großaufnahme. Und zwischen diesen beiden Nadeln fließt jetzt zum Beispiel ein Stimulusstrom. Und wir haben hier unsere Ganglienzelle ausgehöhlt durch dieses schöne Auge hier. Das war das Beste, was ich finden konnte. Und wir wissen jetzt ja leider nicht, wo sich diese Zelle ausgerechnet befindet. Sie könnte irgendwo auf dieser Skala hier sein. Das heißt, sie könnte entweder ganz nah dran an der Stimulationselektrode sein, sie könnte auch ganz weit weg sein. Das Problem ist jetzt, dass sich der Stimulationsstrom so verhält. Das heißt, die Stromstärke nimmt mit dem Abstand immer weiter ab. Und wir wissen jetzt nicht, wo sich das Auge bzw. diese retinale Ganglienzelle befindet. Das heißt, wir wissen auch nicht, welche Stromstärke in diese Ganglienzelle fließt. Das heißt, wir wissen nicht, welche Stromstärke zu welcher Aktionspotenzialfrequenz führt. Das ist schlecht. Wir haben alles zwischen 0 und 350. 350 ist die maximale Aktionspotenzialfrequenz, die retinale Ganglienzelle kann. Das Problem ist, wenn wir jetzt ganz viel Strom reinschicken und nur ganz wenig Aktionspotenzial rauskommt, wissen wir das nicht, sondern Oma Gisela sieht einfach nichts. Selbst wenn es an sich funktionieren würde. Das heißt, wir schaffen die Lösung, wir nehmen gleichzeitig auf, welche Aktionspotenziale denn überhaupt kommen. Wir gucken quasi in Oma Giselas Nerven rein. Die Lösung für das Ganze lautet adaptive Rückkopplung. Ich glaube, ihr wisst sofort alle, was gemeint ist, ich glaube nicht. Deswegen ist der Abend jetzt hoffentlich zu wieder noch nicht vorbei. Wie funktioniert das Ganze jetzt also? Es klingt jetzt erstmal komisch, aber wir suchen uns erstmal irgendeinen konstanten Stimulationsstrom aus, der völlig frei wählbar gewählt werden kann und der sollte etwa hoffentlich so dem Stimulationsstrom entsprechen. Heute haben wir einen guten Tag, wir entscheiden uns erstmal so für 50 Mikroampere.
Das ist sehr wenig. Also eine normale Lampe verbraucht mindestens mehrere Milliampere, also fast das Tausendfache davon. Diese 50 Mikroampere geben wir rein in ein FER. Die lange Form dieses Namens ist so bescheuert, dass ich sie jetzt hier nicht weiter erwähnen werde. Die Funktion ist aber eigentlich ziemlich einfach. Wir haben hier in diesem FER mehrere Filterkoeffizienten. In diesem Fall nennen wir sie jetzt einfach mal von A1 bis A3. Gehen wir mal von drei Koeffizienten aus. Und wie das Filter funktioniert, ist, dass wir einen Stimulationsstrom in Höhe von zum Beispiel 50 Mikroampere reinnehmen, diesen einzeln mit den einzelnen Filterkoeffizienten multiplizieren und das Ganze am Ende summieren, und das ist am Ende unser Stimulationsstrom, der rauskommt. Zum Beispiel, wenn jetzt A1 gleich 0,5 ist, A2 und A3 gleich 0, dann wird einfach 50 Mikroampere mal 0,5 genommen, das wird mit 0 summiert, das heißt, bleibt weiter 50 Mikroampere durch 2, einmal 25 Mikroampere, das heißt, am Ende wäre unser Stimulationsstrom, wenn A1 gleich 0,5 wäre, 25 Mikroampere. Das heißt, tragen wir jetzt hier so ein. Normalerweise ist es immer so, dass man alle Koeffizienten gleich 0 setzt, nur den letzten gleich 1 setzt. Das heißt, 50 Mikroampere mal 1, bleiben wir bei 50 Mikroampere am Ende. Das ist jetzt unser Anfangswert des Ganzen. Gehen wir wieder mit dem Ganzen. Jetzt wissen wir, wie das FER funktioniert. Das Ganze ist jetzt fertig, um in Oma Gisas Auge reinzukommen. Das heißt, wir stimulieren jetzt in ihrer Retina ihr Auge und messen die Aktionspotentialfrequenz, die da rauskommt. Das ist in diesem Fall jetzt zum Beispiel 250 bei 50 Mikroampere. Gleichzeitig haben wir eine Kamera, die ist entweder im Auge drin und nutzt das Auge selbst oder außerhalb des Auges und fängt dann Bilddaten ein. Die misst eine bestimmte Lichtintensität. Diese Lichtintensität können wir jetzt umwandeln in eine Aktionspotentialfrequenz, denn wir wissen ja, wie viel Frequenz quasi welche Lichtintensität kodiert. Das bringt uns zu dem Punkt, dass unsere gewünschte Frequenz bei 300 Hertz liegt. Das heißt, um ein Bild darzustellen, brauchen wir 300 Hertz. Wir haben allerdings nur 250. Das heißt, wir wollen den Fehler berechnen, der dazwischen liegt. Das heißt, wir subtrahieren einfach 300 minus 250. Kommt 50 raus, das ist unser Fehler. Und diesen Fehler nehmen wir jetzt mal eine sehr, 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 sehr kleine Zahl. Das ist 1 mal 10 hoch minus 8, also eine wirklich sehr, sehr kleine Zahl. Und das, was da rauskommt, multiplizieren wir nochmal insgesamt mit unserer gewünschten Frequenz. Der Wert, der jetzt rauskommt, ist 0,01. Und den addieren wir zu unserem bereits bestehenden Filterkoeffizienten im FER dazu. Das heißt, die Anfangswerte liegen jetzt nicht mehr bei 0, sondern bei 0,001. Und unser 1-Wert ist jetzt bei 1,01. Das Ganze ist jetzt ein einziger Stimulationszyklus. Das heißt, unser neuer Stimulationszyklus wäre wieder so: Wir nehmen die 50 Mikroampere, jetzt aber mal die neuen Filterkoeffizienten. Das heißt, unser neuer Stimulationsstrom wäre etwas höher als der bisherige. Und das Ganze machen wir wieder und wieder und nochmal von neuem, weil ja Oma Gisela auch was sehen möchte. Die Frage ist: Funktioniert das jetzt? Gucken wir uns das an. Wir haben jetzt hier erstmal die Stimulation mit konstanter Intensität. Das heißt, hier unten, das ist der orange Balken, das ist unser konstanter Stimulationsstrom von 50 Mikroampere, wenn wir einfach nichts machen würden. Und das blaue ist das Aktionspotenzial, die Aktionspotenzialfrequenz, die da rauskommen würde. Man sieht, das ist mal auf und ab und auf und ab. Das Ganze würde so aussehen. Hier oben ist der Sollwert, den wir eigentlich erreichen wollen, aber so würde Oma Gisela das sehen. Dieses Geflacker geht einem richtig auf den Geist, und man kann sich vorstellen, dass Oma Gisela das echt nicht schön findet, den ganzen Tag kotzen muss davon und vielleicht irgendwie am Ende so aussieht. Man kann auch selbst nicht weiter hingucken. Deswegen gehen wir ganz, ganz schnell jetzt zum nächsten Thema. So sieht das aus, wenn wir unser schönes Filter anwenden. Die blaue Kurve sind unsere Aktionspotenziale wieder, und man sieht ganz doll, unser Sollwert, der jetzt in dieser Grafik hier bei 200 liegt, weil das unsere Simulationsdaten waren, wurde eigentlich ziemlich genau erreicht. Und was jetzt spannend ist: In Orange sieht man den eigentlichen Stimulationsstrom, und man sieht, dass dieser eigentlich kein einziges Mal bei 50 Mikroampere ist, sondern dass sich dieser so weit nach oben geht, dass er fast bei 900 dran ist. Das wird aber anscheinend gebraucht, um bestimmte Degenerationen der Retina auszugleichen. Und Oma Gisela sieht diesen schwarzen Punkt, und das ist gut, weil er bewegt sich nicht, sieht immer konstant. Das ist eigentlich genau das, was wir wollten. Das freut Oma Gisela natürlich, sie ist happy und kann eigentlich wieder ziemlich gut sehen. Das heißt, wir können es hinkriegen, mit Hilfe von Technik und ein paar schlauen Algorithmen das Auge zu überlisten. Danke erstmal für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, dann schaut gerne mal auf die Website unseres Graduiertenkollegs vorbei. Das ist www.rtg2610.org. Da findet ihr noch viele weitere spannende Themen, spannende Projekte, die auch innerhalb des Projektes noch weiter erforscht werden. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt oder noch weiteres Interesse zu dem Thema habt, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter philipp.hüller@uni-duisburg-essen.de. Ich antworte euch immer sehr gerne. Ich freue mich total, wenn ihr irgendwie Interesse an den Themen habt, und wünsche noch einen schönen Abend. Viel Spaß bei den weiteren Vorträgen, und bis dahin. Ciao, ciao.